Hallo Ali. Hallo. Wir sind gerade bei Starbucks. Was hast du dir bestellt? Ein Karamell Macchiato. Laktosefrei. Der sah vorhin total cool aus, aber jetzt hast du den umgerührt. Der hatte voll das coole Muster. Ja, das war sein Gefängnis, weil es war so ein Gefängnismuster. Ja, also wir waren gerade in der Stadt ein bisschen einkaufen. Zeig doch mal, was du gekauft hast. Abschminktücher. Von Lili B. Yeah. Lili B. Cosmetics von Rossmann für 1,29. Guck mal, ich weiß sogar, was du gekauft hast und was es gekostet hat. Und du nicht? Nö. Aber du kannst ja mal zeigen, was du gekauft hast. Ja, ich zeig mal, was ich gekauft habe. Also, Anni, erzähl mal. Ich habe mir Schuhe gekauft. Und zwar einmal bei TK Maxx. Berühmte Marken. Von Puma. Bitte. Die haben... Warte. Gekostet haben. Die haben 39,95 gekostet. Shoppe. Die haben 39,99 gekostet und sie haben eigentlich 69 gekostet. Also laut Puma. Aber bei TK Maxx 39 Euro. Also voll das Schnäppchen. Und dann noch bei Sporthübner auch Schuhe. Tada. Top, Anni. Reebok. Die sind übergeil. Ja, die sind geil. Die haben 49,95 gekostet. Und ich wollte halt unbedingt Schuhe haben, die man auch zu einer Leggings anziehen kann, weil ich trage ja fast nur Leggings. Und die sind halt ein bisschen höher, da kann man sich natürlich zu einer Leggings anziehen. Das fand ich halt extrem cool. Aber die anderen sind ja eher so Sportschuhe. Das weiß ich halt nicht, inwiefern man die der Leggings anziehen kann, aber das werde ich austesten. Und sonst noch, ich habe sogar noch was. Ich habe auch noch Laktase-Tabletten, weil ich ja laktoseintolerant bin. Ich auch. Sie auch, deswegen ist der auch laktosefrei, der Macchiato oder Karamell Macchiato. Was hast du dir zu essen geholt, Anni? Laugenstangen. Überzeug uns bitte davon, dass es wirklich Laugenstangen sind. Falls ihr mir das nicht glaubt. Und meine Tabletten, ich habe ja eine Schilddrüsenunterfunktion und normalerweise habe ich 75 Milligramm, aber jetzt habe ich neue, ich habe 100 Milligramm neuerdings. Und das war's, oder? Ja, ich glaube auch. Mehr kurze Shoppingtour und doch 2-3 Stunden unterwegs. Ist echt so, nee, so lange waren wir gar nicht unterwegs. Wie viel haben wir denn? Um 2:15 haben wir uns getroffen. Und jetzt? 4. Oh, 2 Stunden. Die sind aber ganz gut, oder? Ja, top. Und ja. Jetzt wird noch gemütlich Kaffee getrunken und gegessen. Ja. Ja. Tschüss.